sozialen Netzwerken, auch im Amt. Romina Barth ist Oberbürgermeisterin im sächsischen Torgau. Mit 36 Jahren eine der jüngsten in Deutschland. Doch auch sie wird schnell zur Zielscheibe vor allem frauenfeindlicher Hasspostings. Also es ist natürlich so, dass man schon die eine oder andere Nacht vielleicht etwas unruhiger schläft oder wenn man nachts das Rathaus verlässt zu später Stunde, dass man anders darüber nachdenkt. Und ich bin zum Beispiel persönlich noch zu einem Selbstverteidigungskurs gegangen. Sie erstattet Anzeige, aber das Verfahren wird eingestellt. Wie ihr geht es vielen Kommunalpolitikern. Heute trafen sie sich, um darüber zu diskutieren. Mit Bürgern, Experten und auch mit dem Bundespräsidenten. Aber jüngst haben die Übergriffe ein Ausmaß, eine Häufigkeit erreicht, die mir eben in der Tat nur eine Schlussfolgerung erlauben. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kommunalpolitikerinnen und Politiker in unserem Land zu Fußabtretern der Frustrierten werden. Neben gesellschaftlicher Verantwortung sei auch die Bundespolitik gefragt. Ein Gesetzentwurf sieht vor, Kommunalpolitiker besser zu schützen und digitale Hetze schärfer zu ahnden. Gerade mit so einer Veranstaltung wie heute hat man deutlich gezeigt, dass man das verstanden hat, dass man es gehört hat und dass man in diesem Bereich deutlich mehr tun muss. Und der Gesetzentwurf ist schon der richtige Schritt in die Richtung. Nach Hause fahre sie mit dem Gefühl, ernst genommen und in ihrer Arbeit wertgeschätzt zu werden.